Hi Leute, ich bin's, der Daniel, und ich bin hier gerade am Set von Top Gear Vollgas in der Sendung Ewige Helden. Tja, wir haben jetzt gerade ein bisschen Drehpause, weil die, oder eine Sportlerin, sagen wir es mal so, ist gerade ein bisschen zu weit gefahren und im Hintergrund wird gerade die Kartonwand aufgebaut. Und jetzt zeige ich euch mal eine Übung, die ich hier in der Pause immer ganz gern mache, wenn man viel steht und viel gehen muss. Ist eine Kombination aus AC-Dehnen und normalem statischen Dehnen. Mach beim Turnen ganz gern. Oberkörper ist gerade, Hände links und rechts neben den Knien auf dem Boden. Und jetzt spannt ihr euren Beinstrecker und Hüftbeuger an. Der ist ungefähr für 5 bis 8 Sekunden halten. Dann die Beine absetzen und versucht jetzt den Bauchnabel in Richtung Oberschenkel zu ziehen und gleichzeitig könnt ihr euch mit den Händen ein bisschen in die Dehnung führen. Und jetzt verstärken wir das Ganze durch eine dynamische Dehnmethode. Beim Einatmen gehen wir ein bisschen raus aus der Dehnung, beim Ausatmen ziehen wir nochmal tief in die Dehnung rein. Das machen wir ungefähr 4 bis 5 Mal. Das Ganze nochmal. Jetzt machen wir das Ganze dynamisch. Die Beine hoch und runter führen. Ungefähr 8 bis 10 Mal. Versucht dabei, die Beine möglichst gestreckt zu halten und die Spannung im ganzen Körper immer aufrecht zu halten. Und jetzt geht es wieder weiter. Statisch dehnen. Und dann wieder dynamisch nachdehnen. Jetzt steigern wir die Übung, indem wir aus der tiefen Position in ein hohes V wandern. Die Arme strecken wir nach oben, Armrumpfwinkel, ja, bilden hier eine gerade Linie und die Beine heben sich hoch. Ungefähr 10 Sekunden halten. Jetzt wieder nach vorne ablegen und nochmals dehnen. Weil, was soll man schon machen, wenn man hier Drehpause hat, oder? Zeit effektiv nutzen. Carpe diem. Viel Fliegen gibt's hier. Jetzt wird gerade das Auto zurückgefahren. Und da schafft man auch eine Übung. Für den Rückenstrecker, wenn man viel stehen und viel gehen muss. Greift mit den Händen unter eure Knie, macht jetzt einen richtigen Rundrücken und schiebt die Beine dann gerade nach vorne. Dann setzen wir uns in einen langen Strecksitz, rechte Hand an den linken Oberschenkel und dann dreht sich der Körper einfach nur nach hinten. Ein paar Sekunden halten und wechseln. Und dann machen wir gleich noch was für die Bauchmuskulatur. Wir wandern jetzt ja, in das Schiffchen. Das kennt vielleicht jemand von euch schon, der ab und zu auf meinem Kanal ist. Das ist eine intensive Übung für die ganze Chormuskulatur und die kommt aus dem Turnen. Die kann man auch mit angewinkelten Beinen machen. Ich zeige es euch aber einfach mal, wie es richtig funktioniert. Aus dem V-Sitz. Oh, jetzt liege ich gerade auf dem Stein. Oh, die haben jetzt ganz schön in den Popo gepikst. Oh. Das Ganze kann man angewinkelt auch machen. Ihr wandert tief und wieder hoch. Naja, das kann man machen, anstatt blöd rumzusitzen und rumzuliegen, die Zeit effektiv nutzen. Und ich glaube, da hinten geht es gleich weiter. Ich weiß aber nicht, wer dran ist. Nächste Stretching-Übung, die man zwischendrin ganz gut machen kann, wenn zum Beispiel mal
die Beine ein bisschen müde sind, Knie nach oben anheben. Und für viele von euch, die das noch nie gemacht haben, ist es ungewohnt, aber für die Fußstrecker und die Fußgelenke ist es eine ganz schöne Entspannung. Wenn man lange gehen oder stehen muss, dann verspannt man auch gerne im oberen Rücken und so im Schultergürtelbereich. Eine ganz tolle Übung ist, wenn man Zeit hat und wenn man die Möglichkeit hat, sich hinzuknien, folgende. Ihr macht einfach eine Bankstellung, nehmt die Arme ganz weit nach vorne und jetzt schiebt ihr euer Gesäß nach hinten und öffnet den Armrumpfwinkel. Und da könnt ihr ruhig ein bisschen nachfedern. Ein bisschen nach links wandern und nach rechts wandern. Das dehnt vor allem den seitlichen Brustbereich und den Latissimus, den Armanzieher. Und was ihr hier noch machen könnt, ist, wenn der obere Rücken verspannt, dass ihr die Hände in eine Schale nehmt, Kinn auf die Brust nehmt und euch dann nach vorne streckt. Und jetzt auch mal ruhig so ein bisschen nach links und rechts wandert und die Muskulatur so zäh auszieht, von oben bis runter über den ganzen Rückenstrecker. Meistens verspannt auch die Nackenmuskulatur und eine tolle Möglichkeit hier ein bisschen Entspannung reinzubringen ist das Dehnen. Linken Arm nach unten führen, rechten über den Kopf, der Kopf ist ganz aufrecht und dann zieht ihr ganz langsam den Kopf zur Seite und führt aber die Schulter und den Arm gestreckt in die entgegengesetzte Richtung nach unten. Ungefähr so 10 Sekunden halten und dann wechseln. Dabei die Sonne genießen. Jetzt beide Hände zum Dreieck formen, hinter den Kopf liegen und dann könnt ihr ganz langsam das Kinn auf die Brust führen und gleichzeitig den Rücken krümmen. Wenn man zu lange steht oder geht, dann ist es so, dass die komplette dorsale Muskulatur verspannt, also dorsal die komplette Rückenkette verspannt. Da hängen auch die Waden mit dran, der Beinbeuger und der Rückenstrecker. Und eine ganz tolle Übung, die man zwischendrin machen kann, damit man sich einfach ein bisschen besser fühlt, ist folgende. Ihr geht in die Hocke und jetzt versucht ihr, wenn es geht, mit den Fersen runterzukommen auf den Boden. Legt die Hände flach vor euch auf den Boden und jetzt versucht ihr die Beine so weit wie möglich nach oben zu strecken. Dann wieder beugen und langsam nach unten absetzen. Und das macht ihr so 2, 3, 4 Mal und immer versuchen, dass die Beine sich weiter strecken als vorher. So, das war Dennis' Video am Set und schaut auch in Zukunft mal wieder rein. Es folgen noch ganz viele weitere tolle Videos. Euer Daniel und wenn ihr wollt, ja, dann liked mich oder abonniert mich. Ich würde mich freuen. Tschüss. Wer kommt jetzt? Jetzt kommt Faris, glaube ich. Und Faris, tja, weiß noch nicht, ob ihr das gut macht. Aber ich glaube, der fährt nicht los, der Motor läuft. Vielleicht findet ihr den ersten Gang nicht. Oh je. Der Zwetschgen. Nein. Oliven haben wir hier. Letzte Oliven. Letzte Oliven. Lupt. Alles lupt und nichts passiert.